was die numerischen Lösungen von Differentialgleichungen angeht, gucken wir uns einfach mal an, was denn schiefgehen kann an den einfachstmöglichen Fällen. Folgende Differentialgleichung: y' ist gleich minus 3y und wir starten mit y von 0 ist gleich 1. Die lösen wir jetzt gleich auf verschiedene Arten numerisch, was natürlich blödsinnig ist. Diese Differentialgleichung können Sie locker auch mit Bleistift und Papier lösen. Aber so kann man dann vergleichen und mal lernen, was denn schon hier schiefgehen kann, wenn man numerisch löst. Wir machen es mal so: Im ersten Schritt lösen Sie gerade nochmal selbst. Was ist die exakte Lösung? Und dann haben wir was zum Vergleichen mit dem, was numerisch passieren würde. Die lösen Sie jetzt einmal, wie Sie es in den vergangenen Wochen gelernt haben. Ich sollte schreiben, exakt gelöst, nicht, dass das Verwirrungen gibt. Das Wort exakt kommt bei Differentialgleichungen auch an anderer Stelle vor. Eine lineare Differentialgleichung, sie ist homogen, wie eben gerade besprochen. Alles, was hier steht, steht mit Faktoren y' und so weiter. Es steht hier nicht noch irgendwo plus Sinus von x oder plus 42 dabei. Sie ist homogen. Ich suche die allgemeine Lösung einer homogenen linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. Ansatz. Erstmal als Ansatz y ist gleich e hoch lambda mal x, haben Sie eingesetzt. Naja, was finden Sie? Lambda mal e hoch lambda mal x ist gleich minus 3 mal e hoch lambda mal x. Also lambda ist gleich minus 3. Und daraus folgt die allgemeine Lösung. Ich schreibe es mal so, also die allgemeine Lösung. Y von x ist gleich, sollte ich auch hier geschrieben haben, e hoch minus 3 mal x, davon ein beliebiges Vielfaches. Sie haben eine Lösung für diese homogene lineare Differentialgleichung, da können Sie ein beliebiges Vielfaches nehmen. Wird auch funktionieren. Wenn Sie haben y' plus 3y gleich 0, wenn Sie das hingekriegt haben, dann können Sie y mal 23 nehmen, wird auch 0 rauskommen, 23 mal 0. Jetzt möchte ich aber diese Anfangsbedingung haben, oder Anfangsbedingung erfüllen, soll ich sagen, y von 0 soll 1 sein, also y von 0 soll 1 sein. Wenn Sie das einsetzen, stellen Sie fest, a mal e hoch 0 soll 1 sein, also gefälligst a gleich 1. Das ist einfach. Die gesuchte Lösung ist also die gesuchte spezielle Lösung. Genau die eine zu dieser Anfangsbedingung ist also, dass y von x ist gleich e hoch minus 3 mal x. Das sieht man dann, wenn man es häufig gemacht hat, sofort. Sie sehen, so eine Differentialgleichung, die Ableitung ist das so und so vielfache der Funktion und wir starten mit dem Wert 1 an der Stelle 0, dann wissen Sie sofort, was Sie hinzuschreiben haben. Und das darf man dann ja auch. Es gibt nur diese eine Lösung. Wenn Sie diese eine Lösung hinschreiben, sind Sie fertig. Egal, wie Sie hinkommen. Irgendwann ist man dann so weit, dass man die einfach hinschreiben kann. Das wäre exakt gelöst. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Das war nur als Vergleich. Jetzt möchte ich gucken, was passiert, wenn man sie numerisch löst. Das schreiben Sie mal hin. Numerisch. Es wird niemand diese Differentialgleichung numerisch lösen, das wäre absurd, aber man kann testen, was denn passieren würde für einen Unsinn, wenn man sie numerisch löst. Und jetzt gucken wir uns als erstes an das explizite Euler-Verfahren. Das ist so der Klassiker, wenn man ganz faul ist und Däumchen drückt. Wird schon vielleicht funktionieren. Wir starten mit einem x-Wert, nennen wir mal x0 von 0. Und einem y-Wert von 1, y0 gleich 1. Und jetzt gehe ich in kleinen Schritten weiter. Eine Schrittweite von h, so heißt das hier üblicherweise. H ist vielleicht ein Hundertstel oder ein Tausendstel, hängt von der Differentialgleichung ab, hängt von den Anfangsbedingungen ab. Ich schreibe das jetzt hier allgemein mal hin. Wir gehen ein kleines Stückchen weiter in x. Jetzt wird sich y ändern müssen. Hier wissen Sie schon, wie sich y eigentlich ändern müsste, wenn alles korrekt wäre. Es ist ja nur näherungsweise, deshalb wird es jetzt nicht dieses Ergebnis sein. Was wird für y rauskommen? Wenn Sie das weitertreiben, noch ein Schritt und noch ein Schritt. Drei Schritte machen mit dem expliziten Euler-Verfahren. Für x gleich 2h, für x gleich 3h. Was werden Sie rauskriegen mit dem expliziten Euler-Verfahren für die y-Werte? Ich kenne den Punkt, an dem ich starte. x0 ist gleich 0, y0 ist gleich 1. Hier starte ich.
xy. Die Differentialgleichung sagt mir, in welche Richtung das weitergeht. Die Differentialgleichung sagt mir, was y' ist. Und jetzt will ich wissen, okay, wenn x gleich h ist, hier h weitergehen. Wenn x gleich h ist, was soll bitte dann sinnvollerweise der y-Wert sein? Das macht das explizite Euler-Verfahren, das simpelste und dümmste, was man tun kann. Angenommen, Sie wüssten y', ich sollte das so malen, an dieser Stelle hier, an der Anfangsstelle, y' ausrechnen. Das können Sie mit der Differentialgleichung. Die sagt Ihnen, was y' ist. Was würden Sie jetzt vorhersagen? Was ist der y-Wert, wenn x gleich h ist? So, also y wird sich ändern, näherungsweise, um h mal die Steigung. Das erwarte ich, dass das hier drauf kommt. H mal die Steigung, die ich gerade ausgerechnet habe. Ich schreibe es mal in Worten, damit ich jetzt hier nicht sagen muss, was y und y' und y1' und so weiter. Ich bestimme die Steigung hier am Anfang, die kann ich ausrechnen mit der Differentialgleichung. Und dann sage ich ganz dreist, eine Millisekunde später oder einen Millimeter nach rechts, wo bin ich da? Ich bin nach oben gegangen, um h mal die Steigung, die ich eben ausgerechnet hatte. Das ist das explizite Euler-Verfahren. Was gehört hier jetzt also hin für y1? Was gehört da hin für y2, für y3? Sie gehen immer um h mal die Steigung weiter von dem y-Wert, den Sie vorher hatten. Und die Steigung haben Sie am Anfang des Schrittes bestimmt. Ich möchte diesen Schritt machen, von da nach da. Am Anfang des Schrittes bestimme ich die Steigung und hoffe, dass die gleich bleibt, was sie natürlich nicht tut. Aber es ist ein Näherungsverfahren halt. Sagen Sie mal, was y1, 2, 3 dann sein müssen. Ich bin auf der Höhe 1 hier. Bin ich auf der Höhe 1. Und dann gucke ich, was kriege ich Pi mal Daumen dazu. H mal die Steigung. Also hier muss das stehen von wegen 1 plus H mal die Steigung. Was ist denn die Steigung hier? Bevor ich diesen Schritt mache, sonst wird es schwierig. Beim expliziten Euler-Verfahren rechnet man die Steigung am Anfang des Schrittes aus. Und zwar mit der Differentialgleichung. Die Differentialgleichung sagt Ihnen nämlich, wie kriegen Sie die Steigung? Die Steigung ist minus 3 mal Ihr y-Wert. Den y-Wert am Anfang kenne ich aber. Das setze ich hier jetzt ein. Die Steigung ist minus 3 mal mein y-Wert und der y-Wert ist 1. Das steht da. Also Sie sind auf der Höhe 1 und dann gehen Sie bei dieser Differentialgleichung ein Stückchen nach unten, nämlich das Dreifache von dem, was Sie nach rechts gegangen sind. Pi mal Daumen ist nicht exakt, weil die Lösung natürlich keine Gerade werden wird, höchstwahrscheinlich, sondern irgendwas Krummes werden wird. Aber als Näherung. Das ist mein neuer y-Wert. Und jetzt gehe ich von diesem neuen y-Wert aus. 1 minus 3, das ist einmal 1, nervt ja, so, minus 3 mal h schreibe ich hin. Von diesem y-Wert gehe ich aus und sage dann, was kommt jetzt dazu? H mal die Steigung ist, was dazu kommt. Wieder so ein Faktor h. Und hier vor steht die Steigung. Jetzt brauche ich die Steigung. Was ist die neue Steigung hier? Minus 3 mal y1. Unsere Differentialgleichung sagt, an jeder Stelle ist die Steigung minus 3 mal der y-Wert. Und mein y-Wert hier am Anfang von dem Schritt ist 1 minus 3 mal h. Minus 3 mal y1. Also hier steht minus 3 mal 1 minus 3h. Mal h. Sie sehen, das wird etwas länglich. Ich sollte dazu sagen, wenn das mit dem Rechner gemacht wird, jetzt nicht hier zu Fuß ausgerechnet wird, sondern wenn Sie das mit dem Rechner machen, stehen hier einfach irgendwelche Gleitkommazahlen. y1 ist gleich 0,99 irgendwas. y2 ist gleich 0,998 oder was? Irgendwas. Es kommen jeweils richtige Zahlen raus und es wird jeweils mit den richtigen Zahlen weitergerechnet, ohne dass da Variablen drin stehen. Also dem Rechner wäre das an der Stelle Schnurz. Wenn man es jetzt hier zu Fuß, um besser zu sehen, mit der Variablen h drin, um besser zu sehen, was dann für ein Unsinn passiert. Das wäre der zweite Schritt gewesen. Das Ergebnis nach dem zweiten Schritt. Das Ergebnis nach dem dritten Schritt. Es wird fürchterlich. Man kann es gleich zusammenfassen. Wo bin ich angekommen nach dem zweiten Schritt? 1 minus 3h minus 3 mal 1 minus 3h mal h. Und jetzt gucke ich, was ich ändern muss. H mal die Steigung. So und so mal h. Die Steigung mal h.
Das muss jetzt da drauf. Plus Steigung mal h. Und wir wissen, was die Steigung ist. 3 mal der y-Wert am Anfang. 3 mal y2. Minus 3 mal. So, minus 3 mal der y-Wert am Anfang. Also müsste hier stehen, minus 3 mal das hier da reingesetzt. 1 minus 3h minus 3 mal 1 minus 3h. Das sieht ganz schrecklich aus. Und da habe ich noch den Faktor h vergessen. So. Jetzt haben wir alle. Wie kann man das zusammenfassen? Wie kann man nachher sagen, was nach 23 Schritten passiert? Sehen Sie da das Muster? Ich schreibe es vielleicht doch nochmal mit Variablen hier im zweiten Schritt. Was ist y2? y2 ist, was ich vorher für y1 hatte. Und jetzt muss ich korrigieren. Steigung an der Stelle 1 mal h. Die Steigung ist das minus Dreifache von dem Wert, also minus 3 y1 mal h. Das ist bei y2 passiert. Hier steht y1 und hier steht minus 3 mal y1 mal h. Jetzt könnte man zumindest das billig zusammenfassen. Was ist die billige Zusammenfassung davon? So, y1 ausklammern. Hier steht also 1 minus 3h mal y1. Wir klammern das y1 aus. Wenn Sie sich das angucken, y2 ist also schlicht und ergreifend ein Vielfaches von y1. Der neue y-Wert ist ein Vielfaches vom alten y-Wert, nämlich das 1 minus 3h-Fache. Das hat im ersten Schritt auch funktioniert. Der neue y-Wert ist das 1 minus 3h-Fache vom alten y-Wert. Und es hat in diesem Schritt auch funktioniert, wenn man ganz genau hinguckt. Sie nehmen den alten y-Wert, das ist der alte y-Wert, und ziehen ab 3 mal den alten y-Wert mal h. Es ist immer wieder dieselbe Rechnung, die da passiert, bei dieser Differentialgleichung, weil die so schön einfach ist, immer wieder dieselbe Rechnung. In jedem Schritt wird multipliziert mit 1 minus 3h. Das heißt, man kann jetzt schnell hinschreiben, was denn allgemein passieren wird. Wohlgemerkt bei dieser Differentialgleichung, sonst wird es schwieriger. Ich sage xn nach n Schritten ist mein x mal n mal h. Und was ist mein y nach n Schritten? Bei dieser simplen Differentialgleichung. So, das Analoge dann, also 1 minus 3h mal den vorigen y-Wert, yn minus 1. Aber Sie wissen, was der vorige y-Wert ist. Der ist 1 minus 3h. Ich schreibe das nochmal hin, 1 minus 3h. Der vorige y-Wert ist 1 minus 3h mal yn minus 2. Der vorvorige y-Wert. Und so weiter und so weiter. Wie können Sie das insgesamt zusammenfassen zum Schluss? So, also die n-te Potenz von 1 minus 3h, das machen Sie weiter, bis Sie bei y0 ankommen. Dann haben Sie n-Faktoren stehen, 1 minus 3h hoch n. Und y0 ist aber 1 mal 1, wenn Sie so wollen. Können wir auch weglassen. Das wird das Ergebnis sein. Weil diese Differentialgleichung so schön simpel ist, kann man das so schnell hinschreiben. 1 minus 3h hoch n. Wie gesagt, wenn das wirklich programmiert wird am Rechner oder Sie das in der Tabellenkalkulation reinhacken, dann stehen hier richtig handfeste Zahlen, 0,999, 0,999, wie auch immer. Wir haben jetzt die Zwischenergebnisse tatsächlich als Formeln. Wenn man sich das jetzt anguckt, h ist die Schrittweite. Ich gehe mit einer bestimmten Schrittweite durch die x-Werte durch. Wenn ich schnell vorwärts kommen will, natürlich mit einer großen Schrittweite. Sehen Sie das Problem. Was passiert, wenn Sie eine große Schrittweite nehmen, wenn h sehr groß wird? Was heißt, wenn h sehr groß wird? Wenn h groß wird, was wird hier plötzlich an Unsinn passieren mit Ihrer, Anführungszeichen, Lösung, die Sie rauskriegen, die numerische Lösung? Wann wird die numerische Lösung offensichtlich blödsinnig werden? So, wenn dieses h gleich ein Drittel ist, ist Ihnen aufgefallen, dann steht ja 0 hoch n. Wenn Sie die Schrittweite gleich ein Drittel wählen, heißt das, nach einem Schritt landen Sie auf der 0. Ich sollte vielleicht keine Verbindung dazwischen malen, so. Und dann bleibt es 0. Das ist nicht gerade toll für eine Differentialgleichung, deren Lösung eigentlich eine abklingende Exponentialfunktion sein sollte, dass Sie dann plötzlich immer nur noch exakt 0 rauskriegen. Das ist bei h gleich ein Drittel. Das ist noch so halbwegs okay in der Mathematik. Wenn h so groß ist, dass hier innen drin eine negative Zahl steht,
Wenn Sie h noch größer wählen, h größer wählen als ein Drittel, dann steht hier in den Klammern eine negative Zahl. Das heißt, die erste Potenz wird negativ werden, die zweite Potenz wird negativ werden, positiv werden. Sowas wird da passieren. Wenn hier in den Klammern was steht von wegen minus 0,1, dann kriegen Sie so ein abklingendes Hin und Her als Lösung. Auch das, das ist zwar schon ziemlich blödsinnig, aber auch das toleriert man noch. Wenn in der Klammer was steht, was unter minus 1 liegt, stellen Sie sich vor, in der Klammer steht was von wegen minus 1,1 hoch n. Sie wählen h so groß, dass hier rauskommt minus 1,1 hoch n. Dann haben Sie nach dem ersten Schritt minus 1,1. Nach dem zweiten Schritt haben Sie 1,1 ins Quadrat. Nach dem dritten Schritt haben Sie minus 1,1 hoch 3 und so weiter. Das explodiert oszillierend. Es geht hin und her und explodiert dabei. Das ist dann, was man nun wirklich nicht mehr haben will. Ab da sagt man, das soll nun verboten sein. Gibt es den Begriff der Stabilität, was die numerischen Lösungen von Differentialgleichungen angeht. Die Zahl in der Klammer soll bitte nicht unterhalb von minus 1 liegen, weil das Ganze dann oszillierend explodiert. Auch minus 1 hätte man gerne nicht in der Klammer. Wenn Sie da minus 1 in der Klammer hätten, minus 1 hoch n, dann kriegen Sie raus 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1. Auch das möchte man nicht. Das heißt, Sie sehen an diesem Beispiel, das ist eben das simpelste Beispiel, was man so bauen kann für das explizite Euler-Verfahren. Wenn die Schrittweite zu groß ist, passiert ziemlicher Unsinn. Sie kriegen Lösungen raus, die oszillieren und explodieren. Das passiert nicht nur bei dieser Differentialgleichung, das passiert ziemlich allgemein. Ein Effekt bei dem expliziten Euler-Verfahren. Das gucken wir uns jetzt noch eine Nummer allgemeiner an. In der Differentialgleichung, wenn hier jetzt nicht y' gleich minus 3y gestanden hätte, sondern allgemein y' ist gleich Lambda mal y, wenn mir so ein allgemeines Lambda gestanden hätte, was dann passiert mit dem Euler-Verfahren. Ich schreibe mal davor allgemein. Gucken wir uns die an. Y' ist gleich Lambda mal y mit y von 0 ist gleich 1. Das nennt sich die Dahlquist-Testgleichung. Die simpelste Differentialgleichung, die man sich an der Stelle vorstellen kann. Man guckt sich an, wie denn die diversen Lösungsverfahren auf dieses Lambda reagieren. Oder das Zusammenspiel zwischen dem Lambda und der Schrittweite. Wenn wir da nochmal mit dem expliziten Euler-Verfahren dran gehen. Explizites Euler-Verfahren. Da können wir ja spicken, was rauskommen muss. Xn ist also n mal h. Was wird yn sein, wenn Sie jetzt diese Differentialgleichung lösen? Jemand gibt Ihnen das Lambda. 23, was auch immer, eine komplexe Zahl, 7 plus i. Jemand gibt Ihnen das Lambda und Sie lösen diese Differentialgleichung mit dem Lambda, mit dem expliziten Euler-Verfahren. Was wird yn dann sein? 1 plus Lambda mal h, Sie hochändern. Sie nehmen die ganze Rechnung von eben und statt minus 3 setzen Sie über Lambda ein. Das hier war für minus 3. Na, wo haben wir hier? Das hier war für minus 3 auf der rechten Seite, minus 3 mal y. Wenn Sie überall statt minus 3 Lambda schreiben, muss das genauso durchgehen. Das muss dann die Lösung sein für diese Dahlquist-Testgleichung mit irgendeiner Zahl Lambda da drin. Und dann guckt man sich an, okay, für welche Werte von diesem Lambda mal h ist denn das sinnvoll und für welche Werte ist das blödsinnig? Dieses Lambda mal h nennen wir mal z. Und jetzt könnte man sich fragen, für welche Werte von z geht yn gegen 0? Das ist das Verhalten, was ich eigentlich haben will. Das ist nochmal eine Übung jetzt zu den komplexen Zahlen. Sie haben yn ist gleich 1 plus z hoch n, z, dieses Lambda mal h. Wie muss man z wählen, in komplexen Zahlen wohlgemerkt, damit yn gegen 0 geht? Welche komplexen Zahlen sind möglich? Schreiben Sie mal eine Bedingung hin. Was wissen Sie? Das sollte ich dann auch noch da sagen. Dieses Lambda ist irgendeine komplexe Zahl. Das hatte ich nicht hingeschrieben. Irgendeine feste komplexe Zahl. Jetzt also nicht mehr minus 3. Irgendeine feste komplexe Zahl. Was weiß ich über dieses Lambda mal h? In welchem Bereich, welche Bedingungen kann ich angeben,
damit was Vernünftiges passiert, dass mit dieses yn gegen 0 geht. Lösen Sie mal auf oder schreiben Sie mal Bedingungen hin, lösen Sie mal auf. Vielleicht kann man es auch plotten. Welche komplexen Zahlen sind das in der komplexen Zahlenebene? So, man muss sich also erinnern, wie komplexe Zahlen multipliziert werden und potenziert werden. Sie multiplizieren zwei komplexe Zahlen, indem sie die Längen multiplizieren und die Winkel addieren. Sie bilden eine Potenz einer komplexen Zahl, indem sie die Länge potenzieren und den Winkel entsprechend vervielfachen. Oder sie rechnen es rein algebraisch mit i, aber das wäre eben die geometrische Art. Hier interessiert mich die geometrische Art. Ich möchte, dass die nte Potenz einer komplexen Zahl gegen 0 geht. Die nte Potenz, das heißt die Länge in die nte Potenz, den Winkel verenfachen. Der Winkel ist mir egal. Die Länge von diesem Ergebnis soll gegen 0 gehen. Das ist das Wichtige. Das heißt aber, dass die Länge der Zahl, die ich hier potenziere, dass die kleiner sein muss als 1, weil die Länge von dieser Zahl potenziert wird. Also, yn geht gegen 0, genau dann, wenn die Zahl, die hier drinnen steht, 1 plus z, sage ich jetzt mal, wenn die eine Länge hat, die kleiner ist als 1. Sie nehmen dann diese Länge Quadrat, hoch 3 und so weiter, kriegen was, was gegen 0 geht. Wenn die Länge gleich 1 ist und sie potenzieren, bleibt die Länge immer gleich 1. Wenn die Länge über 1 ist und sie potenzieren, explodiert die Länge. So muss es sein. Das könnte man gerade aufplotten. Schöne Erinnerung ans erste Semester. Wo finde ich die komplexen Zahlen mit dieser Eigenschaft? Plotten Sie die mal in die komplexe Zahlenebene. Wenn Sie sich das geometrisch angucken, jetzt nicht stur Beispiele suchen, sondern geometrisch gucken. Diese Zahl 1 plus z soll einen Betrag von weniger als 1 haben. Das heißt doch, dass diese Zahl 1 plus z aus einer Kreisscheibe stammen muss mit Radius 1 um den Ursprung. Hier muss 1 plus z herstammen. Eine Kreisscheibe mit Radius 1 ohne Rand um den Ursprung. Das sind alle komplexen Zahlen, die den Betrag kleiner als 1 haben. Die sind weniger als 1 vom Ursprung entfernt. 1 plus z muss in so einer Kreisscheibe liegen. Wo muss z liegen? Das muss eine verschobene Kreisscheibe sein. Sie gehen um 1 nach links. Dann addieren Sie 1 drauf, dann sind Sie wieder da, wo Sie sein möchten. Also eine Kreisscheibe mit Radius 1, nicht um den Ursprung, sondern um 1 zur Seite verschoben. So sieht die Figur aus. Die minus 2 ist gerade nicht dabei. Hier ist die minus 1. Ich soll dazu schreiben, ohne Rand. Das ist die Menge der zulässigen z. Das sagt mir was über Lambda und h. Wenn Sie jetzt wissen, was für ein Lambda in dieser Gleichung tatsächlich vorgekommen ist, können Sie dann sagen, welches h möglich war. Dieses Produkt muss in dieser Kreisscheibe liegen. Es darf nicht auf dem Rand liegen, es muss innerhalb der Kreisscheibe liegen. Dann ist alles in Ordnung. In dem Sinne, dass y abklingt gegen 0. Das malt man so typischerweise auf für die diversen Arten, Differentialgleichungen zu lösen. Man nimmt diese Dahlquist-Testgleichung und malt dann auf, welche Werte von Lambda mal h sind im Komplexen denn zulässig. Sie sehen, das sind nicht allzu viele Werte, die zulässig sind. Eine Kreisscheibe ohne Rand hier in dem Kringel. Das sagt einem schon, dass dieses nur so ein kleines Gebiet ist, das sagt einem schon, dass dieses explizite Euler-Verfahren nicht so richtig gut funktioniert. Jetzt gucken wir uns auf die Schnelle nochmal an, was beim impliziten Euler-Verfahren passiert. Beim expliziten Euler-Verfahren nehmen Sie die Steigung am Anfang. Das ist einfach. Sie wissen, wo Sie angekommen sind. Sie haben die Differentialgleichung. Sie nehmen die Steigung am Anfang für den nächsten Schritt. Beim impliziten Euler-Verfahren nehmen Sie die Steigung am Ende, was ein bisschen komisch ist, denn Sie wissen auch gar nicht die Steigung am Ende. Deshalb implizit, man muss auflösen. Das schauen wir nochmal hin, wie das jetzt aussehen würde. Das implizite Euler-Verfahren. Ich starte weiterhin mit x0 gleich 0 und y0 gleich 1. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. x1 ist gleich h und y1 soll sein der vorherige y-Wert. Und jetzt nehme ich als Steigung aber die Steigung vom Ende des Schrittes. Was schreiben Sie dann also dahin? Plus Steigung mal h. Aber nicht wie beim expliziten Euler-Verfahren die Steigung vom Anfang des Schrittes, die Steigung vom Ende des Schrittes. Wie groß ist die Steigung am Ende des Schrittes bei der Dahlquist-Testgleichung? So, also Lambda mal y1 wäre die Steigung laut Testgleichung am Ende des ersten Schritts. Lambda mal y1. Eben hatten wir explizites Euler-Verfahren. Lambda mal y1 für den zweiten Schritt. Lambda mal y am Anfang vom Schritt, Lambda mal y1 für den zweiten Schritt hier, für das y2. Und jetzt habe ich hier
Lambda mal Y1, was ein bisschen komisch aussieht. Ich kenne Y1 ja noch gar nicht und ich schreibe hier schon hin, einen Ausdruck, der Y1 enthält. Deshalb implizites Euler-Verfahren. Y1 steht jetzt implizit, nicht mehr explizit. Es ist noch nicht aufgelöst nach Y1. Ich setze hier etwas ein, die Steigung am Ende des ersten Schritts, was ich eigentlich noch gar nicht ausrechnen kann. Das macht das eklig, das implizite Verfahren. Sowieso alle impliziten Verfahren werden dadurch eklig. Ich rechne mit Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Ich muss auflösen. Sie lösen das nach Y1 auf. Das heißt, da steht 1 minus Lambda mal H bringe ich rüber. Lambda mal H bringe ich rüber mal Y1. So, ist gleich Y0. Und das heißt, Y1, jetzt aufgelöst, ist gleich Y0 durch 1 minus Lambda mal H. Hier kann ich tatsächlich auflösen. Bei fieseren Differentialgleichungen kann ich vielleicht nicht mal mehr auflösen. Da muss man sich was anderes überlegen, wie man näherungsweise auflöst. Hier kriege ich es tatsächlich aufgelöst. Y1 nach diesem Schritt soll also sein Y0 durch 1 minus Lambda mal H. Zum Vergleich, bei dem expliziten Verfahren hatten wir sowas wie 1 plus Lambda mal H mal Y vom vorherigen Schritt. Und hier haben wir 1 minus Lambda mal H unten stehen, im Nenner stehen. Jetzt können Sie sagen, was nach n-Schritten passiert und so weiter und so weiter. Nach n-Schritten, xn wird werden n mal h. Was wird yn werden nach n-Schritten? So, das dröseln Sie also auf. Yn ist der Wert von y beim Schritt davor durch 1 minus Lambda mal h. Aber der Wert vom Schritt davor ist ja 1 durch 1 minus Lambda mal h mal der Wert vom Schritt davor und so weiter, wieder alles zusammen. Aufgedröselt wird 1 durch 1 minus Lambda mal h hoch n mal den allerersten Wert, und der war 1, mal 1, wenn Sie so wollen. So sieht das jetzt aus. Eben beim expliziten Verfahren hatten wir sowas wie 1 plus Lambda mal h, wo waren wir hier? Da. Beim expliziten Verfahren hatten wir 1 plus Lambda mal h hoch n, und jetzt haben wir beim impliziten Verfahren 1 durch 1 minus Lambda mal h hoch n. Dieselbe Überlegung wie eben. Wenn ich sage, dieses Lambda mal h ist z, welche Werte von z sind denn möglich, ohne dass allzu viel Unsinn passiert? Yn geht gegen 0, genau dann, wenn, was muss mit z sein, damit yn gegen 0 geht? Das überlegen Sie sich und dann plotten Sie das mal. Was ist das in der komplexen Zahlenebene? Welche z in der komplexen Zahlenebene sind möglich? Realteil von z, Imaginärteil von z. Was ist je erlaubt, sodass diese y-Werte, die ich da simuliere sozusagen, dass die gegen 0 gehen. Was ist das, wenn man es hinschreibt als Bedingung für z, und wie sieht das in der komplexen Zahlenebene aus? So, analog zu dem eben. Hier habe ich, wenn man so will, ja die n-te Potenz von 1 durch 1 minus z stehen. So hätte man es ja auch schreiben können. Diese Endpotenz soll gegen 0 gehen, das heißt, der Betrag von dem, was hier steht, 1 durch und so weiter, der muss kleiner sein als 1. Der Betrag von 1 durch 1 minus z, der muss kleiner sein als 1. Wenn der Betrag kleiner ist als 1, bringen Sie es auf die andere Seite, der Betrag von 1 minus z muss also größer sein als 1. Sie müssen, klar, durch eine große Zahl teilen, dann haben Sie einen kleinen Bruch und dann nehmen Sie das hoch n und es wird immer kleiner. Das ist der Gedanke. 1 minus z im Betrag kleiner als 1. Das heißt, wenn ich 1 minus z plotte, dann kriege ich alles außerhalb der Kreisscheibe, so, mit Radius 1. Das ist, was da rauskommt. Das Äußere der Kreisscheibe mit Radius 1, so. Der Rand ist nicht dabei. Das ist, was ich hier rauskriege. Für 1 minus z, 1 minus z, der Witz ist, ob Sie 1 minus z nehmen oder z minus 1 im Betrag, ist ja egal. Ich hätte hier auch z minus 1 reinschreiben können. Ist viel leichter zu handeln. Z minus 1 muss auch in diesem Bereich liegen. Wenn ich von z 1 abziehe, wie ziehen Sie von einer komplexen Zahl 1 ab? Sie gehen 1 nach links. Das ist z minus 1. Das heißt, die Zahlen, die erlaubt waren, sind diejenigen, die ich kriege, wenn ich eine Kreisscheibe nehme, rechts vom Ursprung, 1 rechts vom Ursprung, so, da ist die 2, hier ist die 1. Und nun nehme ich alles, was außerhalb liegt. Das sind die Zahlen z, die erlaubt sind. Und schon auf den ersten Blick, das ist offensichtlich ein viel größerer Bereich als eben. Eben beim expliziten Euler-Verfahren gab es diese eine Kreisscheibe links vom Ursprung. Und jetzt haben wir alles bis auf eine Kreisscheibe rechts vom Ursprung. Das ist offensichtlich deutlich besser. Es wird erkauft mit einem teilweise recht teuren Preis. Sie müssen nach dem Y1 auflösen. Es ist eben ein implizites Verfahren. Aber wenn Sie soweit sind mit dem Auflösen, dann funktioniert es richtig gut. Sie können mit größeren Schritten durch die Lösung durchgehen.